Lange Beine, blond, begehrt und erst 21. Sina Schielke, das neue Glamour-Girl der deutschen Leichtathletik. Seit 3 Jahren bereits arbeitet die Vermarktungsmaschinerie auf Hochtouren. Die Fotografen stehen Schlange, Magazine und Boulevardpresse widmen ihr große Stories. Die Themen, ihre Schönheit, ihre Schnelligkeit. Kennen Sie von klein auf an als Bewegungstalent? Andere fangen mit einem halben Jahr an zu krabbeln. Sina war ein halbes Jahr, da hat sie sich an den Möbeln hochgezogen, hat gestanden. Da wollte die laufen, da wollte die ersten Schritte machen. Und da war sie noch wie heute, wie gesagt, zu meiner Frau, um Gottes Willen, sieh zu, dass sie wieder in die Horizontale kommt, die kriegt man ganz krumme Beine, die kriegen wir gar nicht an den Mann gebracht. Sina Schielke ist kaum 18 Jahre alt und sportlich gerade einmal auf dem Sprung in die nationale Spitze. Da wird Manager Werner Köster auf sie aufmerksam. Der Mann, der schon Franzi van Almsick zur Millionärin gemacht hat. Bereits 1999 steht Sina unter Vertrag. Schon damals gibt es die ersten Fotoshootings. Im vergangenen Sommer dann ein radikaler Imagewechsel. Sie färbt ihr Haar rot, ein Tattoo kommt auf den Rücken, ein Piercing in den Bauch. Es stört mich manchmal insofern, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass gar nicht mehr auf die Leistung geguckt wird. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass dieses Haarfärben so mehr so ein Tarnfärben war, damit sie ihre Ruhe hat. Ich stelle mich nicht 8-mal die Woche auf dem Platz und trainiere wirklich hart, damit dann nachher eigentlich keiner sich wirklich dafür interessiert. Im Sommer 2000 wird sie mit der Staffel Juniorenweltmeisterin. Weitere, wirklich große Erfolge bleiben aber aus. Schnell ist sie für die Presse die zweite Anna Kornikova, eine Athletin, die mehr Haut als Leistung zeigt. Wenn sie jetzt schlechter aussehe, weiß ich nicht, ob sie die gleiche Presseresonanz hätte, als sie jetzt hat. Wenn es mir nur ums Aussehen gehen würde oder so, dann könnte ich da mich auf den Laufsteg stellen und darüber laufen. Also ich denke mal, da steckt wesentlich mehr hinter und ich möchte schon durch Leistung glänzen. Für den Deutschen Leichtathletikverband ist Sina Schielke eines der großen Aushängeschilder. So wirbt sie in erster Reihe für die Europameisterschaften. Aber auch sportlich will sie bei dieser EM glänzen. Mit der 4x100-Meter-Staffel greift Sina Schielke nach Gold. Und sie hat gute Chancen, es zu bekommen.